liebe geldlosen Filmbegeisterten, mein Name ist Tim Taylor. Nein, natürlich nicht, mein Name ist Christoph Appel und ich zeige euch heute, wie man einen günstigen Filmkram baut. Das erste, womit wir uns beschäftigen, ist der Winkel, mit dem der Kran gehalten wird. Dazu benötigt ihr zwei IKEA-Winkel. Gibt es bei jedem IKEA, die sind normalerweise weiß, da sieht man es noch. Ich habe die einfach schwarz lackiert, weil es besser zum Stativ passt und hübscher ist. Dann braucht ihr 6 Stück 4 cm Schrauben und dann braucht ihr noch so eine Alustange. Ich habe die in meiner Werkzeugkiste gefunden. Ihr nehmt einfach einen Alu-U-Träger, der 16 cm lang ist, also auf 16 cm zuschneiden. Und ich zeige euch jetzt, wie man das zusammenbaut. Als erster nehmen wir die Holzplatte und halten den Winkel an die Außenkante von dieser Holzplatte an. Dann drehen wir das Ganze um, nehmen die langen Schrauben und befestigen. Einmal gerade richten. Zweimal. So. Jetzt nehmen wir die große Aluschiene, halten sie hier in die Mitte und legen den zweiten Winkel an. So. Dann drehen wir das Ganze. Und befestigen auch den zweiten Winkel. Hier zwischen den Winkeln sollte sich die Aluschiene bewegen können. Dann drehen wir das Ganze um, legen die Manfrotto-Platte auf die Unterseite und fixieren sie mit den kleinen Schrauben. Dazu muss ich den Bohrkopf wechseln. So. Das hält. So, jetzt braucht ihr einen 6 mm Bohrer. Da wird aber eine Akku-Bohrmaschine nicht ausreichen. Also ich empfehle euch, eine normale Bohrmaschine mit Stromanschluss zu nehmen. So. Und hier oben 2 cm von der Oberkante nach unten messen und einmal von ganz oben nach ganz unten durchbohren. So, jetzt haben wir hier dieses Teil. Das stecken wir hier durch. Passt? Perfekt. An dem Teil, an der Schraube, wird nachher das Alurohr befestigt. So. Jetzt habe ich hier dieses Teil. Statt dem Teil nehmt ihr einfach einen 1 cm Alu-U-Träger, der eine Größe von 16,5 cm habt und bohrt ganz oben ein Loch hinein und unten einen Zentimeter
von der Unterkante ebenfalls ein Loch. Und zwar genau hierfür. Ihr legt das Profil genau an die Kante und bohrt da, wo ihr das Loch gemacht habt, ein Loch durch den Winkel durch. Anschließend kommt diese Rundschraube rein und die befestigt ihr Beilagscheibe, nicht vergessen, hinten Beilagscheibe und einfach mit einer Flügelmutter festschrauben. So. Gerade drehen. Okay. So. Das wäre der erste Teil. Das brauchen wir später erst. Rein. Und jetzt kommen wir zum vorderen Krankopf. Dazu nehmen wir zwei IKEA-Winkel, legt sie übereinander und bohrt acht cm von der Oberkante ein Loch durch beide Winkel. Wichtig ist, dass ihr möglichst senkrecht durch die Winkel durchbohrt. Anschließend, so, messt ihr 3 cm runter von der gleichen Oberkante und bohrt quer dazu durch beide Winkel ein Loch. Dann haben wir die Bodenplatte. Auf dieser Platte wird die Kamera montiert. Dazu macht ihr relativ genau in der Mitte, das sind in dem Fall 3,5 cm und von vorne auch um die 3,5 cm ein Loch. Durch dieses Loch, ich kriege das leider nicht mehr raus, sonst hätte ich es eh rausgegeben, durch dieses Loch steckt ihr die Schraube von eurem Stativkopf, den ihr dann da vorne drauf montieren könnt. Diese Platte wird jetzt hier vorne montiert. Und zwar nehmt ihr dazu das dünne Alurohr, legt das Alurohr wieder in die Mitte, um den richtigen Abstand zu bekommen. Dann dreht ihr das Ganze um und mit diesen Schrauben von unten festschrauben. Hier wird die Kamera montiert. Hier oben, ich vergesse immer die Beilagscheiben, Beilagscheibe rein. In dem Fall auf der rechten Seite in das obere Loch diese Ringschraube reinstecken. Andere Seite auch eine Beilagscheibe und zuziehen. Das brauchen wir jetzt später. Das stecken wir hier in das Loch rein, das wir vorher gebohrt haben. Gut, wir kommen zu den Alurohren. Und zwar, ihr habt ein dickes Rohr und ein dünnes Rohr.
Es wäre von Vorteil, wenn ihr eine elektrische Kreissäge habt. Wenn nicht, müsst ihr eine Metallsäge nehmen. Das ist ein bisschen mit Kraftaufwand verbunden. Und zwar sägt ihr von einem Ende 30 cm ab. Also 30 cm absägen. Wir fangen auf der Rückseite an. Wir haben dieses kleine 30 cm Stück. Das schieben wir hier hinten hinein und bohren im Abstand von 3, 4 cm ein Loch. Das reicht völlig. Also ein Loch durchbohren mit einem 6 mm Stahlbohrer. Anschließend nehmt ihr wieder so eine Rundschraube, steckt sie durch das Loch durch und mit einer Flügelmutter fixieren. Zur Kante stehen. Okay. So, das nächste Loch. Ihr messt von der Kante der großen Schiene 75 cm nach vor und bohrt von oben nach unten ein Loch durch. Hier kommt nachher der Fuß zum Stabilisieren drauf. Also 75 cm, dann weitere 11 cm, da kommt ein Querloch. Bei diesem Loch müsst ihr relativ gut aufpassen, das muss wirklich parallel sein, weil das ist das Loch, an dem sich der Kran bewegt. Also 75 plus 11, 86 cm von der hinteren Kante. Ein Querloch. Dann weiter. Wir sind hier bei der Vorderkante. Hier schieben wir das kleine Alustück hinein. So. Und zwar 60 cm. Also 60 cm von diesem Aluträger sollen verschwinden. Dann bohrt ihr nach ca. 7 cm quer durch ein Loch und nach 50 cm, dann sollte die kleine Schiene immer noch 10 cm länger gehen. So, diese zwei Löcher werden jetzt fixiert mit diesen Schrauben einfach durch. Hier genau das gleiche. Festschrauben. So. Und jetzt kommt das letzte Loch in diesem Aluträger. Und zwar vorne für den Kopf. Da misst ihr einfach 2 cm hinein, und zwar wieder quer, nicht von oben nach unten, sondern quer, macht ihr wieder ein mit unseren 6 mm Stahlbohrer durch den Aluträger durch. Jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Wir haben hier den Kopf, den wir vorher zusammengeschraubt haben. Dann nehmen wir diese Schraube heraus.
steckende Schraube durch das vordere Loch durch. So, auf der Rückseite. Also ich bin definitiv nicht Tim Taylor. Auf der Rückseite fixieren. So. Jetzt ziehen wir das Ganze weiter. Jetzt kommen wir zum Mittelteil. Dann nehmen wir die obere raus. Da haben wir das Loch vorgebohrt. Reinstecken. Und das Ganze fixieren. Die ärgsten Sachen sind vorbei. Jetzt wollen wir dem Ganzen ein bisschen an Stabilität geben. Dazu. Das habe ich auch in meiner Werkzeugkiste gehabt. Ich glaube, das war von einem Regal. Da ist unten ein Schraubgewinde, so ein Negativgewinde drinnen. Das gleiche könnt ihr mit einem fixfertigen Tischfuß machen, den ihr beim Obi bekommt. Die haben auch so ein Gewinde drinnen. Da schraubt ihr einfach von unten, steckt eine Schraube durch. Und schraubt das Ganze. Nachdem ihr wahrscheinlich kein Kinderfahrrad zu Hause habt, wo ihr die Bremse umbauen könnt, ihr bohrt einfach mit dem Bohrer ganz oben in den Tischfuß von vorne nach hinten ein Loch hinein. Durch dieses Loch kommt das Stahlseil. So. Für das Stahlseil benötigt ihr drei kleine Karabiner, die kosten nicht viel, und so ein Schraubdings, das kann man enger machen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. So, einen dieser Karabiner befestigt ihr hier. So. Und dann macht ihr auf einer Seite des Stahlseils eine Schlinge, also das muss so ausschauen, und befestigt sie mit den Stahlklemmern. Und anschließend hängen wir das hier hinten ein. Dann ziehen wir das Stahlseil nach vorne. Öffnen vorne noch einmal den Kopf. Und jetzt wäre es natürlich gut, hätte ich mitgedacht, wir müssten es hinten noch einmal öffnen. So. Also, er macht vorne auch eine Schlinge. Und steckt die Schlinge hier vorne in das Loch von dem Alurohr und fixiert sie mit der Schraube vom Kamerakopf. So, dann spannen wir das Ganze nach hinten. Das könnt ihr wieder zuschrauben. Jetzt müssen wir das Ganze aufschrauben, so weit wie möglich öffnen.
und fixieren. So, und jetzt könnt ihr es spannen, indem ihr das einfach zudreht. In welche Richtung es geht. So. Okay. So, la. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass wenn ihr den Kran rauf und runter bewegt, dass der Teil, wo die Kamera drauf ist, nicht waagrecht zum Horizont bleibt. Das lösen wir ganz einfach. Wir haben ja hier diese Ringschraube befestigt, das zweite Stahlseil. Also jedes der Stahlseile sollte um die 4 Meter groß sein. Karabiner. Auf der Rückseite macht ihr ebenfalls eine Schlaufe, die dürft ihr aber noch nicht zu fest ziehen, weil ihr müsst es nachjustieren. So, und dann spannt ihr das über dieses U-Profil, in dem ihr das Loch gemacht habt, da müsst ihr das durchfädeln, auf der Rückseite die Schlaufe machen und einhängen. Zack. Justiert ihr das Stahlseil so, dass wenn der Winkel rechtwinklig zum Boden steht, dass vorne, wenn der Kran am Boden liegt, die Platte ebenfalls im rechten, also horizontal zum Boden liegt. Anschließend habt ihr einen fertigen Kran. Irgendwas vergessen? Nein. Ja, genau. Doch. So. Hier hinten. Hier kommen Gewichte drauf. Ganz normal von einer Hantel. Das habe ich von so einer Badeschwimmnudel abgeschnitten und einfach ein viereckiges Loch reingemacht. Gebt ihr hier dazwischen und das fixiert ihr mit einer Schraube. So, jetzt kann das nicht wackeln und nicht hin und her rutschen, wenn ihr den Kran nach oben bewegt. Und falls ihr noch solche Teile überhaupt von einer Hantel, ich habe das als Abschluss drauf gegeben, weil ich sowieso noch mehr Gewicht brauche. Aber eigentlich wäre der Kran fertig und verwendbar. Viel Spaß beim Nachbauen und